Beispiel in eine Art Koma fallen könnte? Habe ich bisher nicht erlebt. Kann ich nicht sagen. Du, ja, aber so ist noch nie passiert, meinst du? Soweit ich weiß nicht, ne. Okay. Ich habe es auch noch nicht gehört. Aber es gibt halt verschiedene Präferenzen, auch bei den Viewern. Verschiedene Target-Vorlieben, sage ich mal, das Unterbewusstsein und natürlich auch sogenannte No-Gos. Also es kann zum Beispiel auch sein, wenn jemand eine Höhenangst hat und man lässt den irgendwas aus einer gewaltigen Höhe viewen, dass er dann tatsächlich auch diese Gefühlszustände kriegt während der Session. Während jemand, der keine Höhenangst hat, kein Problem damit hat. Also er kriegt tatsächlich auch diese Phobien in der Session, ohne zu wissen, was er da viewt. Also man kann auch körperlich darauf reagieren, in einem gewissen Maße. Okay. Ja, was gibt's noch für so Targets, die ihr euch quasi persönlich vorgenommen habt und die interessant sind in unserem Kontext hier heute? Ja, also wir haben mal mehr so aus Spaß meine ehemalige Heimatstadt, 25.000 Einwohnerstadt, also Kleinstadt, haben wir mal aus Spaß 500 Jahre in der Zukunft geviewt. Also das Targetbild war von 2009, also kann man sagen im Winter des Jahres 2509 geviewt, wenn es denn so genau ist. Und ja, interessant war halt dort, dass man irgendwelche, also Christian hat irgendwelche großen Strukturen beschrieben und eine Maschine oder eine Vorrichtung, die aus sich gegenläufig bewegenden Scheiben bestand und die irgendwie Energie erzeugt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Art Kraftwerk war oder so. Das hat mich zumindest an manche Schilderungen über freie Energiemaschinen erinnert. Und dann haben wir noch jemand anderen dran gesetzt. Der hat das aber nicht ganz nach Protokoll gemacht, sondern eher nach Intuition. Allerdings auch blind, also er wusste nicht, worum es geht. Und der hat dann intuitiv ein ähnliches Objekt aufgezeichnet. Also genau wie diese Maschine dort. Also das war recht interessant. Offenbar gibt es da in 500 Jahren Technologien, die wir uns heute noch nicht so, also die wir heute noch nicht so kennen. Das ist natürlich, ja, also davon kann man ausgehen. Wenn es uns noch gibt, dann gibt es da Technologien. Die ja, also die Menschen scheint es auf jeden Fall noch zu geben. Mhm. Zivilisation. Und ja, aber so genaueres kann man nicht sagen. Das ist halt auch so eine Sache, Dinge über Technologien aus der Zukunft herausfinden. Da sollte man dann Viewer nehmen, die auch, sagen wir mal, eine technische Affinität haben und vielleicht auch einiges wiedererkennen können. Aber wenn das soweit in der Zukunft ist, hat man es dann natürlich schon mit Dingen zu tun, die man teilweise gar nicht mehr benennen kann. Nein, man stellt sich vor, im 15. Jahrhundert viewt jemanden, der im Stadtpark sitzt und mit einem Handy telefoniert, vielleicht nur mit Bluetooth-Set, ne? Genau. Dann denkt sie, okay, in der Zukunft spinnen alle, ne? Ja. Die reden mit sich selber im Park. Ja, es chatten mich sehr viele jetzt über Skype an und fragen mich, ob sie mich anrufen können und weiß nicht, warum sie das einfach tun. Ja, deshalb bin ich jetzt mit Skype online, Skype-Name CropFM und man kann hier rein skypen. Also, just do it. Ja, da ist schon jemand. Unarmed. Hallo. Moment, jetzt ist er da. Hallo, Unarmed. Hörst du uns? Hallo? Ja, du bist on air. Was ist dein Begehr? Ja, hallo Tarek. Hallo. Hallo Stefan, alias Wingman und hallo Christian. Das ist ja wirklich eine sehr spannende Sendung bislang. Ich hätte eine Frage und zwar betreffend nicht die ferne Zukunft, sondern eigentlich relativ bald. Und zwar, ob ihr da schon irgendwie Erfahrungen habt bezüglich 2012 oder kurz danach, ob ihr da irgendwie schon irgendwelche Sessions dazu gehabt habt. Ja, also wie gesagt, die Essenz, die ich jetzt so kenne, ist, dass die Welt dann nicht untergeht. Also um das mal grob zu sagen. Also es geht weiter. Mhm. Also ich glaube, also ich gehe auch davon aus, aber habt ihr da irgendwie schon irgendwie Informationen, wie es eventuell in der fünften aussehen sollte oder in der vierten Dimension? Also es gibt eine Timeline, die wurde von der Remote Viewing Akademie gemacht. Dort sind Manfred Jelinski und sein Team, also der ist vielleicht bekannt durch die Remote Viewing Lehrbücher.
Und ich suche das gerade mal raus. Also das ist eine Timeline ab 2010, die geht bis 2030 und ja, über dimensionale Wechsel und ähnliches steht dort jetzt nichts, aber aus dem technologischen Bereich recht interessante Dinge. Zum Beispiel steht hier für den Raum 2016, 2017, dass die ersten Quantencomputer auf den Markt kommen und dass so in 2020ern virtuelle Welten quasi das Hauptvergnügen des Volkes sind, also dass man direkt sich in virtuelle Welten begeben kann, wie bei der Matrix. Also mit dem Geist quasi wird in virtuelle Welten gehen kann. Und ja, was haben wir noch Interessantes? Also es wird ein Szenario beschrieben an der Küste Nordamerikas, was mit einer starken Überschwemmung zu tun hat. Aber jetzt so dieser Bereich mit Dimensionswechsel und Ähnlichem, da steht dort nichts. Da muss man allerdings so sagen, da kommt es auch drauf an, wonach man sucht. Weil es muss halt sehr präzise gefragt werden. Die Frage beim Remote Viewing bestimmt, was quasi hinterher rauskommt. Also wie präzise es ist. Naja, aber andererseits hast du ja gesagt, dass man beim Remote Viewing dann oft auch vom Target abkommt, weil einem was anderes mehr interessiert. Genau, und deshalb ist es auch so wichtig, die Frage, also die Target-Formulierung so präzise wie möglich zu stellen, so neutral wie möglich zu stellen, also dass keine Suggerierung drin ist. Beispiel, ich habe ein UFO-Foto, das möchte ich viewen lassen, da schreibe ich jetzt nicht drauf, beschreibe das UFO zum Zeitpunkt der Aufnahme, sondern beschreibe das abgebildete Objekt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Mhm. Aber wie im Beispiel von diesem Exoplaneten, den ihr geviewt habt, kann es ja auch sein, dass das andere Target, das der Viewer dann sieht, viel interessanter ist als das ursprünglich angepeilte, ne? Genau, und dafür gibt es die Bewegungsübungen und dass man halt auch nicht das gesamte Target viewt. Das war halt jetzt nicht so günstig an dieser Exoplaneten-Session, sondern dass man Einzelaspekte untersucht. Also man verschafft sich erstmal einen Überblick und untersucht dann die Einzelaspekte eines Targets. Deshalb muss man da mehrere Sessions drauf machen eigentlich. Und deshalb gibt es auch die Bewegungsübungen. Das gilt wohl übrigens nicht nur für räumliche Targets, also dass sich jetzt jemand den interessantesten Planeten in einem Sonnensystem aussucht, sondern auch zeitlich. Also dass man offenbar auch entlang der Zeitlinie sich ein interessantes Ereignis aussucht. Und dass man da durchaus tatsächlich an den angegebenen Zeitpunkt vorbeischlittern kann. Hat sich zumindest in einigen Sessions so gezeigt. Okay, also, Arnabend. Hast du noch eine Frage an die beiden? Ja, also gerade jetzt, wo es wirtschaftlich so schlecht steht, ich weiß nicht, hast du nicht persönlich mal irgendwie versucht, da zum Beispiel ganz präzise jetzt 2013, haben wir da noch ein Geldsystem? Oder wird es ein anderes sein oder ein neues? Also das würde mich sehr interessieren, ob ihr da irgendwelche Erfahrungen habt. Also Leute der RV-Akademie. Hallo? Die Remote-Viewing-Akademie sagt voraus, dass der Euro 2013 stabilisiert wird, was mich etwas verwundert, wenn man sich so die ganzen Informationen zusammensucht. Allerdings, ja, wir werden sehen. Also Christian, du wolltest da auch was dazu sagen? Ja, ich wollte auch auf die RV-Akademie noch mal ansprechen. Sie hat, glaube ich, auch geviewt, dass die Enteignung des Bürgers stattfinden wird und dass sich ein Polizeistaat errichtet. Also der Euro wird zwar stabilisiert, aber wir werden alle enteignet und leben in einem Polizeistaat. Na, großartig. Echt? Das haben die gut? Weiß ich gar nicht. Mann. Also dann lieber kein stabiler Euro, oder? Ja, das ist halt die Frage. Die Zukunft ist offenbar variabel. Also ja, offenbar. Also ich, ja. Ja. Also Wahrscheinlichkeitssituationen, könnte man sagen. Ja, es sind immer nur Möglichkeiten. Ja. Interessant wäre natürlich etwas in der Zukunft zu tun, was man auch verifizieren kann, zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung, wie in dem Beispiel, oder halt auch Technologien, die in ein paar Jahren auf den Markt kommen, zum Beispiel, dass man das neueste Handy im Jahre 2015 beschreibt oder so. Ja, oder das nächste große Ding im Netz nach Facebook, ne? Genau. Oder Twitter oder so. Ja, wobei ich mir da vorstellen kann, dass das sehr abstrakt wird, also gerade bei so Software-Sachen. Dass man vielleicht die Eigenschaften beschreiben kann, aber es ist halt schon so abstrakt, dass es
Das hat man auch, ich sage mal, wenn man jetzt als Target irgendwas Computeranimiertes nimmt oder irgendwas nicht Reales, sage ich mal, wenn man es so ausdrücken will, also ein computeranimiertes Bild oder so, dann kriegt man für gewöhnlich kaum Daten oder sie ergeben letztlich keinen Sinn. Also man kann durchaus die Farben beschreiben und die Formen ungefähr, aber es kommen jetzt natürlich nicht so viele, es haften da nicht so viele Daten an wie bei einem wirklich physischen Target oder vorhandenen Target. Ja. Okay, Arnabend, ich glaube, die Fragen sind beantwortet oder gibt es noch was, das du wissen möchtest? Danke, vorerst restlos glücklich. Viel Spaß euch noch allen. Danke, dann machen wir die Leitung wieder frei. Danke für die Fragen. Okay, jetzt werden sich natürlich viele Fragen am Ende, also vielleicht bleiben wir, um die Mystery Targets jetzt abzuschließen. Gibt es da noch irgendeines, das ihr auf jeden Fall besprechen möchtet auf Sendung? Gibt's da also noch? Es gibt noch einige Daten über das Dreiecks-UFO von Belgien. Ja. Sehr bekannter Fall. Waren eigene Viewings, die ihr gemacht habt? Oder? Ja, das ist jetzt nicht von uns selbst. Haben auch mehrere geviewt. Und dieses Dreiecks-UFO von Belgien, da wurde als Vorlage auch dieses berühmte Foto genommen. Und da wollte man eigentlich nur rausfinden, ist das gefälscht oder ist das wirkliches Foto? Und was man halt hatte, ist, dass es tatsächlich ein Objekt ist, was vom Nachthimmel schwebt und von schräg unten aus fotografiert wurde. Und das Objekt soll aus einer Art Metall sein, aber das Metall ist nachgiebig und flexibel wie Gummi. Also ganz merkwürdige Materialeigenschaften. Und man hat halt auch ins Innere geschaut. Dort beschrieb man dann spiegelnde metallische Gänge, die keine Lichtquellen hatten, sondern die Luft selber schien zu leuchten in dem Objekt. Also keine konventionellen Lichtquellen. Und die Besatzung, die bestand wohl aus humanoiden Wesen, circa 1,30 bis 1,40 groß, und die ähnelten den Greys, also diesen üblichen grauen Aliens, sage ich mal. Und Essenz kam heraus, dass sie sich auf der Erde umsehen und dort mehrere Dinge erforschen, also die Menschen, Tiere, Natur und so weiter. Ja. Quasi eine wissenschaftliche Mission. Und bitte dranbleiben, ja. Die Viewer, die empfanden halt diese Insassen meistens auch als unfreundlich oder abweisend und befremdlich. Also nicht in jedem Fall, aber in meisten Fällen schon. Okay, sorry, ich habe den Skype-Channel jetzt ein bisschen laut gestellt gehabt. Universe Boy, hallo, willkommen auf Crop FM. Du hast eine Frage? Ja, schönen guten Abend, hallo aus... Ja? Aus wo? Ich habe hier irgendwie so Rückkopplung, ich höre alles. Ja, dann müssen Sie Ihren Player ausschalten, beziehungsweise... Aber stellen Sie einfach die Frage und dann... Okay, ich stelle mal eine Frage. Ich würde gerne wissen... Nicht auf das Echo warten, stellen Sie einfach die Frage. Ich stelle mal den Player aus. Ja, den müssen Sie ausstellen. Ah, viel besser. Okay, wie ist denn die Einstellung der Gäste zu dem Thema oder zu dem Konzept, man kreiert sein eigenes Universum, und wie würden die das unter einen Hut bringen mit dem Konzept Remote Viewing? Okay, danke. Es ist auch so, dass ich mich vorher mit dem Gesetz der Anziehung bzw. Gesetz der Resonanz beschäftigt habe, bevor ich Remote Viewing kennengelernt habe. Die Erschaffung des Universums, also der eigenen Realität, bin ich eigentlich von überzeugt.